Ja, weiter geht es wie versprochen mit Path of Exile und meiner kleinen Witch, die aussieht wie ein Mann. Ich habe gerade hier mal ein bisschen beim Song geguckt, also ich denke mal, der Sound müsste jetzt passen. Was ich hier höre, ist halt basslastiger und was aufgenommen wird, ist hochtonlastiger. Das heißt, die Programme, ich nehme ja parallel auf, einmal Webcam da und einmal Sound da, beziehungsweise Spiel. Und das macht einen Unterschied, wenn ich das zusammenschneide. Ja. Dementsprechend scheint das jetzt gut zu sein. Weil ich höre hier jetzt halt kein Piu, Piu, Piu. Ja, also hier knallt das jetzt nicht so. Na gut, beim Fit schon. Also für mich ist es jetzt angenehmer, wenn ich mich höre so und den Sound ist halt Unterschied. Weil ich kann ja jetzt auch einfach lauter machen und dann weiß man halt nicht, ob es jetzt wirklich sich so anhört, wie ich es höre. Ja. Gut, wir haben gerade ein Level abgemacht. Oh, schon wieder 10%. Das ist das Mystische aus dem... Oh oh. Akt 4. Ihr habt fast verschluckt hier. Oh, sehr schön. Zwei goldene Drops. Also das ist rare. Das ist nicht unique. Aber so die Basis, ne? So für Ringe und so, wo man sein Set rausbaut. Ja, too much Sachen. Crater. Hört sich an wie Gedöns auf Deutsch. Ja, teleportieren wir uns so zurück. Kann man hier mit Shift, Großschreibtaste, ne? Und der Rolle die Sachen identifizieren, mal angucken. Das hat Kälte, Licht, Energie, Schild, Mana. Nicht schlecht. Wenn ich den Energieschild bräuchte, aber nö. Ja. Nö. Energieschild. Ja. Aber ich glaube, 38% ist schon ein Doppelt. Also man kennt diese Präfix und Suffix darauf. Und es gibt ein Energieschild prozentual mit Increased Stun und Block. Und der sollte, glaube ich, 12% haben und Energieschild, glaube ich, 20%. Also das ist schon, man kann ja 6 Bonis drauf haben, theoretisch, so wie hier. Aber das hier sind, glaube ich, zwei Doppelte. Also die Energieschild sind doppelt und Stun ist doppelt, glaube ich. Ich bin mir da nicht mehr so sicher, ich bin sehr lange raus. Aber das wird schon so sein. Da sieht man es nämlich. Das ist zum Beispiel ein einzelner. Increase Evasion plus Stun und Block. Das ist ein einzelner. Ja. Und dieses Aus, die Chance Dodge Attacks ist neu. Das gab es früher auch nicht. Zu meiner Hauptzeit. Physical und sonst nix. Wenn diese Prozente drauf sind, dann wäre es immer gut, wenn da auch im Angriff drauf ist. So. Stecken wir mal alles ins Lager. Da ist noch nicht viel drin, außer irgendein Gedöns. Tja, Flasche werde ich, ach, leg ich mal da rein. Weil ich was Weißes mitgenommen, drei Link gibt einen Chromatik-Orb, mit dem man die Farbe der Sockel ändern kann, also dieses Grün-Grün und so. Ja, hier sieht man einfach, dass ich hier, obwohl die eigentlich höher sind, die Gegner, dass ich hier echt auch nicht Schaden mache. Oh, das ist hier einer von den neuen Gegnern. Die beschwören. Ja, und dadurch kriegen die Schaden, indem wir die beschworenen Viecher wegkloppen. Ja, sieht man das, ne? Also ich treffe ihn selber eigentlich nicht. Weil auf ihm steht, ich kann keinen Schaden nehmen. Und dann gibt es hier diese Shards, wenn du 20 von diesen Splittern bekommst. Dann kriegst du so ein Orb. Das Schöne an der Ice Nova ist, sie hat einen großen Umkreis, sie friert ein, macht Verlangsamung. Das ist hier eine andere.
Man sieht ja in diese Charge, die da drauf sind, also diese einzelnen Füllteile. Oder sie muss sich ja irgendwie auffüllen, damit man sie wieder leer trinken kann. Ja, und die Karte, die es immer gibt, also diese Carrion Crow, diese Karten, da gibt es ganz viele von und damit kann man dann, wenn man so ein Set vollständig hat, kann man die dann eintauschen. Und diese Carrion Crow, die gibt es eigentlich überall. Da ist ein Geist, der macht entweder so Flämmchen über die Gegner oder man tötet ihn. Oder er geht in einen Boss. Genau. Am besten noch in den. Alter, geht's noch? Gut, hier werde ich sterben. Ja. Das ist krass, echt, das ist krass. Laufen wir nochmal neu los. Das war aber abzusehen. Also ich wollte ja auf jeden Fall nicht den Geist verlieren, weil der gibt eine Drop-Chance-Bonus, ne? Also dass einfach bessere Drops aus diesen Gegnern, die er berührt, kommen. Oder aus ihm selber. Oder was ist da zum Mitnehmen? Doch hier. Oder wenn er in so einen gelben, goldenen Boss reinwandert, dann hat er schon eine ordentliche Chance, was Großartiges zu droppen. Also ein Unique oder so. Ja, nehmen wir lieber die mit, wa? Muss gucken, dass die Zeit niedrig ist und bei einer Zeit hoch. Damit man nur so normaler Kampf, einmal trinken reicht, damit der nicht der Effekt sofort weg ist. Ja, und einmal einen, der richtig ordentlich Druck macht. Ja, also wie bei einer Spritze. Ja, es gibt einfach gleiche Kapazitäten der Spritze, einmal im großen Loch, um viel schnell nass zu machen, einmal eine kleine, um lange viel nass zu machen, wenn ich das Wasser drin wäre. Hope of Chance. Damit kann man ein weißes Item verzaubern oder halt auch wieder eintauschen. Und das gibt dann die Möglichkeit, sogar ein Unique herzustellen, wenn man die richtige Basis erwischt hat. Also zum Beispiel einen goldenen Ring könnte man dann. Das gibt's doch nicht, das gibt's doch nicht. Das sind diese, die Bogenschützen. Die haben eine unheimliche Trefferquote. Sterben. Das gibt's ja nicht. Alter Verwalter. Da müsste ich mir, also theoretisch könnte ich mir jetzt auch noch ein Türchen machen, aber ich glaube, das ist dieses, weil dieses Problem, wenn du gestunt wirst, ja. Dieses Interrupt, du kannst halt nicht zaubern, du kannst dann halt nicht laufen. Und dann bist du natürlich kaputt. Und das ist am Start, dieses zwischen Level 40, 50, 60. Ist eben dieses Problem, wofür dann auch der hier fast lebensnotwendig ist. Das gibt es aber auch auf einer Halskette. Und das ist eigentlich eher so mein Ziel, die Halskette zu bekommen und mir den Weg darunter zu sparen. Denn hier unten ist nichts, was ich brauche. Also, dann müsste ich hier runter, müsste ich einen Lebensbalken machen. Nee. Nee, nee, machen wir nicht. Nee, was, wo, was? Ach, da stehen sie noch. Kann auch ranzoomen. Ja, die haben aber auch irgendwas, ne? So, damit wäre es, glaube ich, besser gewesen, oder? Ach, die heilen sich übel schnell. Ach, deswegen. Vier Linkschuhe habe ich an. Energieschild mit nichts drauf. Aber mit netten Werten. Nehmen wir trotzdem mal mit. Auf die Sachen kann man dann zum Beispiel hier so ein Orb of Chance draufknallen. Oder ein, ja, wie man das überhaupt nennt.
Auch so eine Art, so ein Splitterdingen, damit kann man die in eine Richtung lenken zum Verzaubern. Oder ein Alchemie-Orb, der Dinge dann direkt Gold macht und dann ja, random States drauf ballert. Ja, ich spann die. Oh, nicht zwischen zwei so einer Dinger. Schaffe ich nicht. Was ist denn das? Kommt da denn noch? Ah, was? Machen wir hier erstmal die Straße auf. Auch nur eine Strongbox, jetzt geht's rund hier, wa? Die zeige ich euch dann gleich auch. Ja, mir bleibt echt nicht viel übrig. Problem ist, dass ich hier kriege auch die Hempel nicht weg. Ich müsste echt darunter, um ihn anzugreifen. Ja gut, das geht noch, das geht noch. Das könnte noch werden. Ah, es wird aber eng, es wird eng, es wird eng. Ah, Crit, Crit, Crit. Komm, 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 komm. Ist nice. Gut, also wieder in die Stadt und nach Zeug verkaufen gehen. Also es ist wirklich, ja, ihr merkt das ja, es ist im Anfängerbereich, es ist kein Schwierigkeitsgrad erhöht oder so. Und es hat schon ein bisschen, wenn man Bock dazu hat, was Spezielles spielt, echt schon einen gewissen Schwierigkeitsgrad. Leben, Ausweichen, Dex, nicht schlecht. Energieschild, Attack Speed. Resistenzen. Alles eigentlich auch nicht schlecht. So für einen. War da schon immer Attack Speed drauf? Für einen Einhandschwert-Dagger. Level 27. Na, tue ich aber weg. See you. Ja, und Schuhe, gut, hätte ich jetzt einen Alchemie-Orb? Hätte ich? Hätte ich nicht, habe ich nicht. Doch, da unten. Ja, kann man ja drauf knallen, dann kann man gucken, zack, Rarity. Ja, mehr Ausweichen. Das ist auch ein Doppelding da wieder, ne, mit dem Stun und mit dem Ausweichen. Mit dem Evade-Rating. Ja, und dann hätte ich schon weniger Resistenzen und weniger Movement dafür, dass ich mehr Rarity hätte. Gut, das Ding packe ich mal auf der Seite 2. Und dann gehen wir mal zurück. So, jetzt kommt die Box 3. Jetzt gucken wir mal, ob wir die wirklich auf damit, steht ja, ne? Erhöht die Qualität einer Strongbox, ob man die damit in die Unique Box knallen kann. Chaos, Leben. Aber hier auch wieder Chaos. Und seltene Gegenstände finden. Naja, Lichtresistenz, Leben und Stärke. Na, da bleiben wir lieber da. Und probier mal dieses Teil hier aus. Nö. Ah, das erhöht die Qualität. Ich habe gedacht, das wird so von der Basis her, von Gold auf sonst was. Also, naja. Ja, ist ja nicht so toll gewesen, oder? Und nichts dabei. Gut, einen Ring kann ich mal mitnehmen. Und eine neue Flasche. Ja, dann tue ich mir ins Lager für eine andere Charakterklasse. Schade. Ja gut, ich wäre auch echt OP gewesen. Also ne, ich hätte jetzt gedacht, so, denn Unique-Boxen sind wirklich selten und das. Das wäre echt krass. So, hier kommt gleich auch noch ein Boss.
Also vorhin war nur ein goldener, also wenn dann wirklich so ein Unique Boss kommt, das ist ein Blau, die sind auch zum Teil wirklich stramm. Umso wichtiger ist es, mit Eis zu krippen, damit die einfach eingefroren sind. Und hier könnte sein, dass er schon runterkommt, ne? Ja, das ist ein. Ist die Ente der 100.000 Schläge oder sowas. Wie man sieht. Kriegst du Feuer mehr? Ich muss ihn hier reden. Ja, gut. Goldresistenz hat er. Aha. Ja. Man muss sich ja nur ein bisschen mit dem bewegen hier. Also hat sie nicht Schläge anscheinend nicht. Wow, doch, das tat weh. Hätte er einen zweiten davon getroffen, wäre ich vielleicht weg gewesen. Ja, wichtig ist einfach alles aufzumachen, überall reinzugucken. Also ich habe schon Exalted aus den Kisten geholt. Eins der höchsten Währungsformen. Oder die Main-Währungsform, sagen wir mal so. Dann gibt es noch Orbs, die gibt es glaube ich gar nicht mehr. Eternal Orb. Und dann gibt es noch Divine Orb, den gibt es aber noch. Und dann kommt noch der Spiegel, den irgendwie nur einer von einer Million droppt oder so. Also ich hatte bis jetzt noch keinen Spiegel und ich habe schon so viele Gegner getötet. Das ist abartig, aber. Wobei, Eternal Orb habe ich glaube ich auch erst zweimal im Leben gedroppt. Also es gibt einfach Sachen, die findet man nicht so oft. Oder die sind wirklich nur auf den hohen Karten zu finden. Und da, bis man da ist, braucht man schon echt einiges. Und da stabil auch durchzukommen. Ne? Also da ist dann rein, fünf Versterben und man ist draußen, hat den nicht erledigt, die Map. Das ist natürlich nicht so ein schönes Gefühl. So, erstmal alle ansprechen hier. Oh, was gibt's bei dem zu kaufen? Noch nichts. Auch nichts Besonderes. Doch, Crit-Chance für Spells. Na gut. Haben wir denn hier drauf? Könnte besser sein. Und das sogar als scheiß blaues Teil. Das ist schon krass, echt. Nö. Wo ist er denn? Da, mit dem Orb kann man da noch einen zweiten drauf machen. Zum Beispiel so. Ja, damit ist er natürlich besser, ne? Das ist klar. Jetzt könnte man einen Regalorb drauf machen, dann wird es Gold. Krass. Haben wir jetzt da den Magma-Orb drauf. Und Faster Chaos. Und packen den Dame rein. Was haben wir da? Ja, das ist doof. Haben wir lieber Discharge dazu. Ja, das packe ich mir immer, solche Sachen packe ich mir erstmal ins Lager, bis ich dann irgendwann mal aufhöre. Weil das sind die Sachen, die haben mich hier hingebracht. Und wenn ich dann irgendwann mal Bock habe, einen neuen Charakter hochzuziehen, dann ziehe ich solche Sachen halt gerne an. Weil ich dann zum Beispiel weiß, so wie hier, oh, 19 Dexterity, ja, so ein Item habe ich, weil ich es einfach dann jetzt gerade so brauche. Ja. Da geht es auch um die 3 Links, um die 4 Links, ja, dass ich dann einfach überhaupt irgendwas habe, was dann in meine Richtung passt. Ja. Gut, das kann man verkaufen. Verkaufen, verkaufen, kaufen, verkaufen. Hier sind auch manchmal 3 Linksachen drin oder 4 Linksachen drin. Energieschild. Verteidigung, Energieschild. Ja gut, aber ich lieber bei dem hier, auch wenn das jetzt gerade nicht so toll ist. Aber es hat Kälte, es hat Leben, es hat Stärke. Und es ist Feeling.
Haben wir hier. Oh, Handschuhe-Feeling. Sonst eigentlich nichts Besonderes. Ja gut, ich könnte natürlich jetzt hier versuchen, hier mit so ein neues zu machen mit Spell Crit Chance. Aber ich habe auch nichts zum Verzaubern. Mesh Gloves. Hier kann ich euch mal zeigen. Chance auf. Zack, drauf. Ja. Ist halt nur blau geworden. Hätte auch Gold oder Munich werden können. Oh, guck mal. Kälte und Leben. Nicht schlecht. Besser als das hier. Gut, hier ist jetzt seltene Sachen drauf. Ne? Aber so theoretisch ist das hier besser. Auch wenn da jetzt so zwei Stats drauf sind. Aber Leben ist schön. Kälte ist schön. Hatten wir denn hier? Leben auf Armor Belt und Juwelen. Das ist eigentlich alles Müll. Das ist eigentlich nur für Waffengut. Sprich. Für einen Dolch. Komm, zeige ich euch mal, wie mit einem Dolch funktioniert. Wie das mit einem Dolch funktioniert. Ich hab mal bei. Schon weißer sein natürlich. Wobei die Dolche echt scheiße sind, ne? Ah, Weapon Range ist da mittlerweile drauf. Ah, interessant. Ich hatte mal jemanden bei. In, wie nennt man das denn? Bei Kleinanzeigen gesehen. Der hatte 7-8 Accounts. Die hießen alle Verdol mit H, Verdol ohne H und so weiter. Ne? Also in zig verschiedenen Schreibvariationen. Und es war immer halt derselbe Typ, weil immer dieselben Sachen da drin waren. Und unter jeder Sache, die er verkauft, stand, und es waren immer Fahrräder, es war bestimmt so einer, der Fahrräder klaut, der ist aber weg mittlerweile, da stand immer drunter, funktioniert, funktioniert. Also, ganz, es hat sich so in meinen Kopf gebrannt. Oh, Multiplier? Schaden zu Spells. Schade, wenn da jetzt noch im Crit-Chance Spells drauf gewesen wäre, wäre das echt interessant gewesen. Aber so ganz komisch, oder? Aber hier seht ihr jetzt, ne? Also dieses Live-Leech ist gerade von diesem Splitter gekommen und der andere kommt halt random da drauf. Also das ist... Das war schon eine ordentliche Bereicherung. Ich nehme mal hier die ganzen Sachen raus. Ja, ich habe hier auch noch hier so Unique-Hand-Dinger. Handschuhe, Handdinger. Die sind halt für Nahkämpfer. Die sind jetzt so für speziell für mich nicht geeignet. Das sind halt die Sachen, wo ich weiß, dass wenn ich starte, habe ich immer irgendwas Sinnvolles oder einigermaßen Sinnvolles bei mir im Lager drin. Achso, Tränke kann ich direkt dazu packen. Und hier vorne knalle ich halt die ganze Zeit immer alles rein, sodass ich auf einen Blick habe, was ich gerade neu bekommen habe. So, das hier ist meine Lieblingsfarmstelle, da bin ich schon so oft drin gewesen, 300 Mal mindestens. Ja, aber hier an der Stelle beenden wir das mal. Ich habe ja fast ein Level voll. Krass. Heißt 25 Minuten ein Level. Kann er ausrechnen, 100 Level. Nein, ab 80 wird das Ding da unten 3% pro Stunde oder so. Also das dauert schon lange, ab 80. Und ab 90 noch viel länger. Und wenn ihr dann sterbt und 3% verliert, dann heult ihr nur noch. Das ist echt krass. Gut, wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Bis dahin, haut rein. Ciao.